Mögliche Missverständnisse zwischen ICT-Dienstleistern und Anwendenden können manchmal zu ICT-Lösungen führen, die nicht den tatsächlichen Bedürfnissen der Anwendenden entsprechen. Manchmal kann als Last statt als Erleichterung empfunden werden. Die sogenannte Bedarfsanalyse stellt eine methodisch strukturierte Herangehensweise dar, um den ICT-Bedarf von Forschenden, Lehrenden und Studierenden an allgemeiner ICT-Infrastruktur besser zu verstehen. Aktuell geht es an der Universität Bern vor allem darum, den Bedarf an generischen ICT-Diensten besser zu begreifen, beispielsweise an themenagnostischen High-Performance-Computing-Clustern oder grundlegenden Dingen wie Druckerdiensten. Durch nach standardisierten Methoden geführten direkten Gesprächen und Workshops mit interessierten Forschenden, Lehrenden und Studierenden werden ihre Anforderungen systematisch ermittelt und in ein für die ICT-Dienstleistenden standardisiertes, strukturiertes Dokument übersetzt. Dies dient dann als Grundlage für die Entwicklung passgenauer ICT-Lösungen.